Willkommen zurück, mein Freund, zu einer neuen Folge Silent Hill mit Ermex. Eure tägliche Dosis. Null Munition und null. Nee, halt sogar Mundstück. Noch einigermaßen. Oh, Digga, jetzt am Kratzbaum. Ach, jetzt geht's für uns in Rosewater Park. Na super. Der Pumsladen ist immer noch zu geil. Oh, los, Jonah, was a. You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? So viele Cutscenes gibt's in dem Spiel, ne, Jona? Was, wie? Hallo, ihr Stricher auf YouTube. Hier nochmal der Hinweis. Es handelt es sich um ein Let's Play und kein Tutorial. Ja, mittlerweile schreibst du das schon in die Videobeschreibung Blind Run rein. Also, jeder sollte wissen, wenn man ein Spiel blind spielt, kann es kein Guide sein. Ich vermerke auch nie Guide oder, also außer es ist explizit ein Guide. Ich habe ja nicht mal bei meinem Alan Wake Platin Run, wo man in einem Run alles platiniert, Platin Run dazu geschrieben, dass keiner. Oh, regnet das hier rein? Nee, das kommt so rein, Niesel. Dazu geschrieben. Okay, zum Home. Und wenn Rose du einfach oder schreibst, kein Guide? Wenn sie ganz Idioten sicher. Oh, drei Injektionen. Das ist nice. Das ist richtig nice. Das und das und das ist ja nice. Für Dumme quasi. War es jetzt im Spiel? Oder war es wieder die Katze bei meinem Kratzbaum? Oh, Moni. Man wusste, ich durchsuche den ganzen. Ich flüge den scheiß Park um, ich schneide hier der Hecke. Wenn es sein muss, wenn es hier Moni gibt. Patrick Chester, Sohn von Edward, erkämpft und starb für sein Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Ja, das war einer von den.
Patricks, die zu gebrauchen waren, die in die Geschichte eingegangen sind. Sparta, Patrick! Das ist im Multiversum, wo auch Patrick eine Legende. Willkommen in Silent Hill, einer ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich von der Hektik des Alltags zu befreien und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnden Oberfläche des Toluca Lake, die in der Abenddämmerung in traumhaften Farben erstrahlt. Silent Hill wird Ihr Herz berühren und mit Frieden erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Ach komm, das hätte original Ermex der Travel Guide sein können. Aber das machen wir dann Der fängt erst. ja auf Insta und Twitch jetzt neu an. Unter dem Naja. Namen Spartawurst. Nachdenkliches Gesicht. Naja. Ich habe ihn auch schon gefragt, warum schon wieder neu? Warum? Aber als Antwort kriegst du ja dann immer nur so. Einfach so, einfach. Ich fand Sparta planlos, hat sehr gut gepasst zu ihm. Und jetzt zurückgerannt. Haben wir jetzt den Sparta planlos gemacht? Kappi, Wappi, Schnappi. So, wir sind von links, rechts über Kuppe. Halt, stopp. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, ich flüge diesen Scheißpark um, wenn es sein muss. Solange wie es so Loot gibt für mich. Guckt mich an. Traurig schon wieder, ob der. Meine Jacke ist hinten schon ganz durchgeblutet wieder. Ach ja, das war der Patrick, der. Hallo, ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich dir was sagen? Es Genau. ist mir scheißegal, du blöder Wichser. Du bist das Letzte. Mit dir kann man nicht mal die Scheiße aufwischen. Schieb deinen schwulen Arsch in den Bus, du bist jetzt in der Armee. Auf jeden Fall fällt dem Patrick hier der Kopf und seinem Pferd fällt auch der Kopf. Früher war Nebel ins Spiel ein, weil die Rechenleistung nicht reicht, die ganze Stadt zu rendern. Heutzutage lasst uns mal lieber nicht so viel Nebel machen. Das frisst auch Rechenleistung. Obwohl schon, das ist ja schon nicht gerade wenig Nebel. Auch Leute ohne Kopf schon wieder. Zum Andenken an Naja, Nebel ist relativ easy zu machen. Beschämtes, lächelndes Gesicht. die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Okay. Aber wenn die gestorben sind, schlafen sie dann. Und am Ende der Straße liegt der Loot im See. Blätter. Liegen auf dem Weg. Genau, das dachte ich mir gerade schon wieder. Hier haben wir die Amex-Touristen Station. Nosebleeding. Da hat wieder jemand nicht gehört. Die wird aber später auf dem dritten Kanal Amex Live mit F stattfinden. Amex der Touristenguide. Oh! Ah! Mary? Nein, ich bin nicht Mary. Ich bin nur eine kleine Edelkurtisan, die geknallt werden will. Ah, ich stehe im Nebel ganz allein in No. Nightsession. You're not. Nein, ich bin dein Fleisch geworden nach You look like your girlfriend. No, my late wife. Oh ja. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. Jo, Maria.
I don't look like a ghost, do I? See? Maria, Maria, Maria. I got confused. Hey, where are you going? Mir Testo besorgen, damit ich dich knallen kann, Bitch. Für mich jetzt schon. Jetzt will ich dich knallen, Maria. Yeah. So 3 years ago, it's just, I got a letter from her. Oh, geil. I know how it sounds. I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? Dass ich dich ballern soll. She was waiting for me in our special place. Er bringt ihnen alles bei, sogar wie man richtig pisst. Sir, jawohl, Sir! Ich drück ihnen die Augen aus und fick ihnen durch die Löcher in den Schädel. I haven't seen her. Is this your only special place? Lutschen Sie Schwänze? I don't know. Ich stopfe ihnen den Daumen aus! There was something, I can't quite. Wie ist Ihr Name, Sie Fettsack? I think I might know. I mean, there's this one place. Sind Sie Schwanzflutscher? Sir, nein, Sir! Oder ein Pfeifenraucher? Sir, nein, Sir! Sie sind doch garantiert dieser Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen! I'll show you if you want. Ah! Unless you have somewhere else to be. Ah! Something else to do. Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Ich hab gesagt, die will knallen! Hey, easy there. I'm just messing with you. Ich stopfe ihnen die Daumen aus! It's this way. Private Paula, klemmen Sie die Arschbacken zusammen und scheißen Sie mir goldene Manschetten in der Sonst mache ich Sie endgültig fix und fertig! You're just gonna leave me here? Is it because I remind you of her? Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört! You loved her, didn't you? Dann runter, sie schleimiger, unförmiger, von einem Wal rausgeschissener Haufen Scheiße! Werd ich es noch erleben, Sweetheart? So it's okay. Sir, Leonard Lawrence, Sir! Lawrence, Lawrence, was von Arabien? Sir, nein, Sir! Oh. Scheiße, ist das geil, wir machen jetzt nur noch die. Die Story Games als Roleplay ist geil. Oh, fuck. Ist fressen auf der Stube erlaubt, Private Paula! Jetzt hör ich. Come on, let's go. So, was will Maria schon wieder? Heiliger Jesus im Himmel! Scheiße. Oh. Oh ja. Also, ich sag mal so. Der folge ich gerne. Das ist. Ja. Das ist sicher, ey. Ich motiviere Sie noch, Private Paula! Und wenn es so lang dauert, dass jedem Kongo-Kannibal darüber der Ständer zusammenfällt! Ja. Was ich tue? Ich motiviere dich. Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Ach, die hüpft auf James and Penis rum. Through here. Oh, ich muss aufhören. Hier das ganze Spiel, sonst ist es lächerlich, ja, das ist nicht gut.
strange. I could have sworn. Strange? Dr. Sven? Is something wrong? No. It's nothing. Komm, du gehst vor. Strümpfe sind zerrissen, das werden, oder? Das finden wir noch raus. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wissen wir nicht. Auf dem Date in Park. Look at my boobies, Jack. Look at that. Ja. Come on. This place we're going to. What is it exactly? It used to be kind of a special place for young. Für junge Liebespaare. I think it's easier if I just show you. Hey. Du hast vergessen, bitte zu sagen. Sie gottverdammter kommunistischer Heide, sagen Sie auf der Stelle, dass Sie die Jungfrau Maria lieben! Scheiße! Ja, wir gehen jetzt an den Ort, wo Liebespaare sich treffen. Ah, junge Liebespaare. So, was ist das hier? Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own, by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, jetzt yeah. Schilder mal deine Base, Digga. Mhm. Oh, fuck. Oh, so. Opfer der Verfolgung durch. Führt ein Schlüssel und dann hab's Leben, was hier geschah wird, nicht vergessen werden. Oh nein. Genau. Ich schick euch, bis euch Butter mich aus dem Arschloch läuft! Jetzt, komm, jetzt mal ernst. Ja. So. Wofür hingehen? Gibt's dort Loot? Ich brauche noch ein bisschen Munition. Und ein paar neue Energy Drinks wären auch ganz nice. Ah, siehst du hier, Munition. Das gefällt mir schon besser, Baby. Das ist ein Schachspiel. So weit weg von zu Hause. La Paloma, oh hey. Oh, jetzt sind wir zurück. Die Eiswaffeln. Sind Eiswaffeln eigentlich unendlich haltbar? Das frage ich mich real talk gerade. Können Eiswaffeln schlecht werden? Weil die Eiswaffen waren ja immer noch auf dem Wagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die so ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Das ist schon klar. Aber. Da ist doch so viel Zucker normalerweise drin. Oh, was ist das ja? What? Was? Nein. I know, I just. Bin nur ein Kind. Sorry, I'm just a bit preoccupied. Me love she. Oh. It's fine. You know. There's anything you want to talk about, anything at all. Reden wir? No. Let's just. Er bringt ihnen alles bei, sogar wie man richtig pisst. Sir, jawohl, Sir! So. Oh, Restroom. Das heißt, im Restroom sind die Toiletten. Männerklo ist besetzt. Komm, wir gucken mal, ob es Frauenklo offen ist. Komm mit. Komm. 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 Du gehst vor. Du gehst vor. Los jetzt. Los jetzt. Los. Oh, ein Energy Drink in der zerwichsten Kloschüssel. Komm, wir haben schon welche vor uns getrieben. Scheißegal. Es war widerlich hier drin, aber besser widerlich wie wieder nicht. Komm hier vorm Spiegel, wenn du dich so ein bisschen vorm Spiegel positionierst. Ja. 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 Na, das ist ja toll. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker? Sir, aus Texas, Sir! Hunderscheiße aus Texas! Nur Stier komm. Und Schwul haben aus Texas, Private Cowboy! Und nach dem Stier sehen sie mir nicht gerade aus, also wird die Wahl doch eng! Eng.
Den Film kenne ich. Was für ein Film? So, wir müssen jetzt mal Real Talk wieder uns auf die richtigen Dinge besinnen. Ich renne, ich glaube, hier schon 10 Minuten in dem Scheißpark hin und her. Das war... Naja, mit dem Klo. Ja, da kenne ich auch mehrere Filme. So. Also, ihr wisst schon, die und so die Weiterbildungsfernsehen. Guck mal bei WhatsApp, da hast du deine Antwort auf die Eiswaffelfrage. Ja, Eiswaffeln können schlecht werden, wenn sie falsch gelagert werden. Oder Feuchtigkeit, also in der Regel sind Eiswaffeln lange haltbar, da sie aus trockenem Zustand wie Mehl, Zucker und Fett bestehen und wenig Wasser enthalten. Allerdings können sie durch Feuchtigkeit weich oder schal werden. Das dachte ich mir auch schon, wodurch ihre Qualität und der Geschmack beeinträchtigt wird. Wenn die Waffeln Anzeichen von Schimmel, Feuchtigkeit, seltsamem Geruch und Geschmacksveränderung aufweisen, sollen sie nicht mehr verzehrt werden. Achten Sie darauf, die Waffeln trocken und luftdicht verschlossen zu lagern, um ihre Frische zu bewahren. So, jetzt frage ich mich eins. Nebel ist doch feucht. Stimmt's? Und hier ist doch überall feuchte Luft. Wind geht auch. Sieht man ja hier oben, ne? Seht ihr? Die Dinger bewegen sich. Das heißt, wir haben feuchte Luft. Das ist auch alles so nass. Warum schimmeln die Eiswaffeln? Die Frage wird mich das ganze Spiel beschäftigen. Hier ist nicht nur etwas anderes feucht. Ja. Jack's Motel. Ja. Da sehe ich uns beide drin. Also in Jack's Motel sehe ich mich in dir. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch gibt. Komm, naja. Komm schön mit mir. Solange wie keine Monster da sind, mache ich mit dir eine kleine Stadtrundführung. Ich kenne mich zwar hier nicht aus, aber wir finden bestimmt schon einen kleinen bumsbaren Fleck. Oder gerade eine Ratte am Boot. Why'd you do that? Nur für dich, Baby. Scherben bringen Glück. Wie ist der Name, Sie Fettsack? So. Ob ich die Nummer mal anrufen soll? Los, probieren wir es einmal. Call? So, Antwort auf die zweite Frage bei WhatsApp. Oh, wenn Eiswaffeln über mehrere Tage in einem dichten Wassernebel stehen und sie sehr schnell in typisch knusprige Konsistenz verlieren und weich oder matschig werden. Die hohe Luftfeuchtigkeit wird die Waffeln durchweichen, da sie Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen. In einem solchen feuchten Milieu könnten sie innerhalb weniger Stunden bis Tage ungenießbar werden. Außerdem, wenn sie durch ständige Feuchtigkeit das Risiko von Schimmelbildung steigen. Vor allem, wenn sie in einem geschlossenen Raum stehen. Auch wenn die Zutaten der Waffeln selbst nicht blitzschnell verderben, macht die Feuchtigkeit sie unattraktiv und unappetitlich. Solche Waffeln sollten dann nicht mehr verzehrt werden. So. Telefon. Tastatur. 2, 4, 5, 7, 2, 1. Nicht vergeben. Möglicherweise kann Ihnen ein Auskunftsdienst weiterhelfen. Die Telekom-Auskunft 11833 kostet maximal 3 Euro pro Minute. Um jetzt mit dieser verbunden zu werden, drücken Sie bitte die 2. Andere Auskunftsdienste. Soll ich mal bei der Auskunft anrufen und fragen, ob die mich nach Silent Hill durchstellen können?
Wo wollen wir hin? Nach Silent Hill, Bitch. Tja. Not getting through here. No reason to. It's the wrong way anyway. Aha. Aha. Klugscheißerin. Wir wissen also, wo wir lang müssen, hä? Ich wette, sie saugen glatten Golfball durch den Gartenschloss. Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Naja, das ist eine typische amerikanische Telefonnummer. You ever stayed in a place like this? The walls are so thin you can hear everything. Love, ja. Ja. Vor allen Dingen Liebe. Oder Hass, während man Liebe macht. Hassliebe. Oh ja. Falls irgendwas braucht. Repariert die Rohre in 107. 107? 701? Also ein Hassfick. Richtig. 701? 107? Nee. 701? So, Bitch. Ist das nur eigentlich hier das? Ja. Tresor. Mhm. Locked. Strange. Why is that strange? Ich vergiss es. Never mind. Genau. Let's find a way to get it open. Ha! Oh! Cozy. This room. Na los. Heiliger Jesus im Himmel. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Oh doch. Oh doch, James, ich bin auch dafür. James, mit dem Zimmer ist alles in Ordnung. Ich hab's geprüft. Wir können die Matratzen benutzen. Kriegst keine Rückenschmerzen. Und sie kriegt keine Knieschmerzen. Hallo, Krypto-Freunde. Startled me. Come on, yeah, baby. Kann ich noch viel mehr erschrecken? Mal hier drüben hoch rein? Ja, ne. Hier. Los, komm, Baby! Can you let me in? Ja, Mann! Hier sehen die Toiletten noch etwas sauberer aus. Nee, nee, du siehst gut so aus. Du musst dich nicht so interessant ziehen. Komm. Komm, dort ist das Bett.
Oh. Ah, Wand durchgefangen. Richtig. Tun wir gleich mal ein bisschen vergrößern hier die Bude. Sehr gut. Eins, drei, acht, null. Eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr. Ah, das ist bestimmt für den Tresor. Ah, das muss ich mal abscreenshotten, dass ich es dann noch... So, das ist eine Medaille, ja. Hey, you think I'd look good in this one? Oh ja, oh ja. Sure. Also wir stellen fest, James hat doch noch ein Endorsement, but hey, I'll take it. Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Sonst reiße ich Ihnen die Eier ab! Stellt euch mal vor. Was ist denn dran? Ui. Die macht unseren Jamesy Boy gefügig und dann. Ja, lach, gib ihm. So. Wie war das jetzt hier? 1380. Scheiße. 1, 3, 8. 1 weniger, 1 mehr. Also 0, 3, also 1 mehr, 4. 3 weniger bei 8 ist 5. Und 1 mehr bei 0 ist 1. Hey, oh, Captain Jack. Oh, 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 bitch. Please help me. Oh, glad you were here. Alter, ich habe gesagt, wir sollten die Matratzen lieber zum Bumsen nehmen. I think you just saved my life back there. Ja, du kannst was anderes dafür. Ja. So am I. Ich schick euch, bis euch Butter mich aus dem Arschloch läuft! Torschlüssel, stimmt. So, jetzt können wir erst vor aufschließen. Aber. This way. Ja, Freunde. Nachdem wir uns jetzt hier vergnügt haben, Moment. Geht nicht mehr da. Jake's Motel, würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dazu kann ich hier drüben ein Abo auf dem Kanal da lassen. Und dann gucken wir mal, was uns als nächstes mit dieser jungen, attraktiven erwartet. Bis dahin, meine Freunde. Peace, peace, euer Armin.